So, ich erzähle jetzt etwas über den Barcode-Scanner. Der Barcode-Scanner ist ganz interessant, denn man kann mit ihm nämlich laut der Webseite hier QR-Codes einscannen oder auch Barcodes. Also diese QR-Codes sind diese Muster, die man mit dem Handy einscannen kann und Barcodes sind diese Strichcodes. Es gibt auch genug Internetseiten, die sich damit beschäftigen, dass man dort eigene Nachrichten in so einen QR-Code oder in einen Strichcode, in einen Barcode umwandeln kann. Und meine Aufgabe sollte einfach nur in der App sein, dass dieses in den Code umgewandelte, in den Code umgewandelte Information wieder ausgelesen wird. Und das leistet diese App. Dazu habe ich einen Button und ein Textfeld wieder standardmäßig gebaut und habe diese unsichtbare Komponente hier reingezogen. Die taucht dann hier unten auf. Der Barcode-Scanner ist ja etwas ja, Unsichtbares, eine Funktionalität, aber man sieht es auf der Oberfläche nicht. Gut, wie habe ich das programmiert? Eigentlich ganz simpel. Und zwar bei dem Barcode-Scanner gibt es nur diese beiden Sachen, die relevant für uns sind. Einmal, um den Scan zu starten. Dann öffnet sich die Kamera und der Code kann eingescannt werden. Und sobald das Ergebnis vorliegt, habe ich diesen Ereignisblock, der dann automatisch aufgerufen wird. Also in dem Moment, wo ich auf den Button klicke, soll die Hintergrundfarbe von dem Textfeld, ich erkläre später wozu, auf weiß gesetzt werden und der Barcode-Scanner wird gestartet. Sobald der jetzt fertig ist, wird dieser Block hier automatisch ausgeführt. Und im Ergebnis steht jetzt der Text drin, der dort eingescannt wurde, also der sich in dem Code versteckt hat. Ja, ich habe jetzt Folgendes getan, und zwar unter Variablen habe ich mit diesem Befehl hier eine neue globale Variable erstellt, und zwar eine Variable, die habe ich böse Wörter genannt. Böse Wörter ist nicht irgendeine Variable, böse Wörter ist eine Liste, wie man hier sieht. Ja? Ähnliches konnte man in Snap machen, dort musste man auch eine Variable deklarieren, die man dann auf eine Liste setzt und genauso machen wir das hier auch. Böse Wörter ist jetzt eine Liste, die habe ich jetzt erstellt und habe jetzt hier mit diesem Knopf, hätte ich jetzt auch noch mehr Elemente hinzufügen können, indem ich die hier so reinziehe, jetzt sind es vier, ne? Man sieht, jetzt ist hier noch ein Puzzleteil, habe jetzt damit drei böse Wörter erstellt. Also wenn die in dem QR-Code vorkommen, dann soll irgendwie was passieren. Ja? Gut, schauen wir mal. Also wenn das Scan-Ergebnis vorliegt jetzt, dann mach Folgendes. Jetzt habe ich hier einen Wenn-Dann-Block reingenommen, also wenn, dann sonst. Ja? Wenn jetzt in der Liste, jetzt wandle ich hiermit das Ergebnis in Kleingeschriebenes um, denn es ist egal, ob ich jetzt Emsland mit großen Buchstaben oder einem großen oder mehreren großen Buchstaben schreibe oder Euregio oder Kopi, es wird alles in Kleingeschrieben umgewandelt. Ja? Also wenn das Ergebnis kleingeschrieben, ihr seht, da gibt es so Textsachen, die das erlauben. Wenn das Ergebnis kleingeschrieben in der Liste ist, und zwar in welcher Liste, muss ich auch noch sagen, also in der Liste böse Wörter, ja, mit der Variablen hole, kann ich jetzt sagen, in welcher Liste, ne? So, okay. Also wenn das Ergebnis jetzt dort in der Liste drin ist, dann setze die Hintergrundfarbe auf Rot und sage böses Wort gefunden. Ansonsten setze den Textbox der Text einfach, den Text der Textbox einfach auf das Ergebnis hier des Scanners. Ja? Also wenn ich jetzt etwas abscanne, da steht Dio oder Arnold Janssen oder sonst was, dann wird das angezeigt und bei diesen drei Namen zeigt das dann böses Wort gefunden an. Das war alles.